Und die letzte Axt. Das ist eigentlich das Ende vom Feld. Ganz vorne ist es, glaube ich, erst. Oh Gott. Na, das wird spaßig. Bäumefällen macht auch sehr viel Spaß. Tatsächlich. Und es wird schon lichter hier. Also man kann, ich glaube ich, schon erahnen, dass hier dann überall sehr viel Feld hinkommt. Da oben, Alter, wie viele Schafe das auch sind hier. Das ist echt krass. Und bei dem Berg tut es mir auch schon ein bisschen leid, dass der dann relativ stark abgeändert werden wird. Kann ich jetzt aber halt auch nicht wirklich dran ändern. Und mir fällt gerade auf, dass es irgendwie eine sehr dämliche Idee war, das Ganze da oben auch teilweise aus Cobblestone zu bauen, weil mir gerade aufgefallen ist, dass nee, Moment. Ich glaube, ich rede gerade Blödsinn. Wir werden sehen nachher. Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob man einen dieser Cobblestones dann noch durch Erde ersetzen muss oder nicht. Nee, aber ich glaube tatsächlich. Nee, muss man nicht. Natürlich nicht. Huch, da wird es jetzt einmal mein Gehirn kurz anstrengend. Muss ich doch direkt nachdenken. Kommt nicht oft vor. Deswegen war es auch anstrengend. So, hier ist das Feld zu Ende. Ich würde mal sagen, den Baum hier kann ich dann nicht stehen lassen. Genauso wie den Baum da vorne nicht, aber der kommt dann erst. Ah, den nehme ich. Also den da. Den nehme ich dann erst auf dem Rückweg wieder mit quasi. Das erleichtert dann einiges. Oh, ein Schaf. Nein. Na, wenigstens. Wenigstens weniger Fallschaden bekommen. Durch die Rüstung. Hey, immerhin sterben wir jetzt nicht mehr so schnell. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir sind ja schon Riesenpilze. Ich habe gerade keine Knochen dabei. Kann man das jetzt eher schwieriger nachschauen? So. Und jetzt einfach mal Holz fällen. Das ist nicht wunderschön. Ich schade um diese ganzen alten Bäume. Jetzt haben wir immerhin auch neue Setzlinge und können auch das neue Holz verwenden. Was durchaus angenehm sein kann. Haben wir jetzt, können wir zumindest ein bisschen Abwechslung in die Bauwerke reinbringen durch das Holz. Das ist eigentlich, denke ich, auch eine feine Sache, wenn man ein bisschen abwechslungsreicher bauen kann, indem man einfach zum Beispiel mit Holz variiert. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es keine verschiedenen Holzsorten gibt im Moment. Also das haben wir halt dann weiter vercraftet, dass immer noch die hellen Holzbretter, die man sonst auch immer kennt, rausbekommt. Ist jetzt halt so meine Theorie.
Das war, glaube ich, ein bisschen die Version 1. Punkt. Schlag mich tot. Also sehr lang hat es gedauert, bis man überhaupt dann aus den verschiedenen Holzbrettern auch verschiedene Slabs rausbekommen hat. Das war auch sehr lang gedauert, hat das getan. Ich glaube, man merkt, was ich sagen will, aber ich schaffe es mal wieder nicht, einen ordnungsgemäßen Satz zu formulieren. Und ich glaube, jetzt ist die Axt, ja. Die Axt ist im Eimer. Aber wir haben noch eine Spitzhacke dabei. Deswegen gehe ich da mal schnell runter. Au. Oh. Ich meine, hey, hier unten muss dann eh das ganze Zeug weg. Deswegen craften wir uns einfach nur schnell eine Axt, eine neue. Ich kann noch kleine Spitzhacke mitmachen. Oder zwei. Nee, war der eher Schaufeln, ne? Ah, egal, ich mach's ja Spitzhacken. Oh, die Setzlinge. Ein Baum, der hier war. So. Also, eine Werkbank und Achievement. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir brauchen zwei Äxte. Oder ich mal drei. Nummer neue Spitzhacke mit. Gab kein Achievement. Okay, dann muss ich echt eine Holzspitzhacke machen für Time to Mine. Und das finde ich jetzt echt ein bisschen uncool. Und dann kann man mal warten, bis ich all meine Sachen mal verloren habe und keine Spitzhacke mehr auf Reserve habe. Man kann ihm jetzt eigentlich immer noch eine Spannspitzhacke kaufen, aber wie gesagt, keinem. Wie viele Schafe hier spawnen. Kommt her! Danke. So. Ich glaube, drei Äxte waren eigentlich definitiv zu viel. Aber das ist ja jetzt auch egal, ne? Gut. So. Weiter geht's mit dem Holzfällen. Hab ich jetzt gerade irgendwas in den Hals bekommen? Kurz atmen. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Vielleicht kennst du den einen oder andere. So, hey. Auf dem Baum, der da mitten drin ist, und dann war es da schon eine Bäume. Das ist aber ein bisschen schade fast. Ja, auch egal. Aua. So. Ich würde mal sagen, ich bin ja jetzt eben in den Setzlinge, ne? Das Suchen. Nehmen sie halt einfach auf. Und dann könnte ich jetzt eigentlich schon rübergehen und Kobbel holen mit. Dann da drüben auf der anderen Seite die Holzsachen platzieren. Ich kann eigentlich im Wasser hier falsch. Konnte man jetzt nicht feststellen, weil ich das Wasser nicht mehr getroffen habe. Ja, man kann hier nicht schlafen, wenn man Hunger hat. Aber doch, kann man. Okay. Oh gut, das brauche ich aber dann doch erstmal
essen. Doch schon ein bisschen weniger leben. Ja. Ich glaube, für ein Brot reicht. Das müsste fertig sein. Das müsste fertig sein. Und da drüben haben wir auch noch eins gesehen, das fertig ist. Das hier nämlich. Perfekt. Lass uns schnell hier wieder rausgehen. Und